Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht. Vielleicht schneide ich das jetzt einfach raus. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass euch das Spaß machen wird. Obwohl, so viele Zuschauer habe ich eigentlich noch gar nicht. Das heißt, vielleicht lasse ich es ja doch drinnen. Ah. Na los. Katie, Kate. Okay, nehmen wir jetzt. Welche sind die nächsten übrig? Das Holzstück, ne? Oh nein, warte, welche waren denn das? Das haben wir doch auch schon gehabt. Haben wir das Helle schon gehabt? Oh, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Och nee, ne? Nee, Leute, verarscht mich jetzt gerade nicht. Ich hätte nur auf die Sequenz warten müssen. Es tut mir so leid, Leute. Oh nein! Und ich sag vorhin da so, hä? Kann man das irgendwie sehen, dass es die richtigen sind? Nein, kann man nicht. Nein, natürlich nicht. Oh Mann. Ah, es ist einfach nicht mein Tag heute. Es ist echt nicht mein Tag. Kate hat auch schon keine Lust mehr, deswegen geht sie nur noch anstatt zu rennen. Super. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 10 Minuten? 10 Minuten musstet ihr euch auch mein dummes Gequatsche anhören? Mein Gequatsche? Ich bin gerade ein bisschen Depri. Ja. Könnt ihr mir glauben? Ach, Mann, oh. Verdammt. Aber hätten wir die Schuhe auch irgendwie wegwerfen können? Ich weiß es gar nicht. Weil, hätten wir uns ja die Wege die ganze Zeit sparen können. Hier, Ihre Füße, Oscar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Es ist Ihnen gelungen, zweimal das Modell XZ2005-B herzustellen, Kate Walker. Sie sehen mich hoch erfreut, Kate Walker. Sie stehen Ihnen ausgezeichnet. Sehr freundlich von Ihnen, Kate Walker. Doch jetzt muss ich mich leider von Ihnen verabschieden. Wo gehen Sie hin? Ich muss mich zur Lokomotive begeben. Die Abfahrt steht kurz bevor. Bye, Oscar. Ich wette, wir sehen uns wieder. Ha, 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 ha. Dann stalken wir dem Oscar doch mal hinterher, ne? Oh, jetzt lauf doch mal. Naja, wenigstens können wir die Fabrik jetzt verlassen.
Tutti. Wo war der Bahnhof? Da? Oder da? Nee, ich glaube, hier war das Anwesen, ne? Ah, guckt mal hier. Hab ich einen Orientierungssinn oder was ist los? Ich möchte mitfahren. Na los, Kate. Ach so, ja, das war ja der Putzi-Putzi-Menschi. Hallo, Oscar. Meine Funktion untersagt mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker. Auch wenn Sie mein erster und einziger Fahrgast sind. Ich? Ihr Fahrgast? Ja, Sie, Kate Walker. Haben Sie mich nicht mit diesem Ziel fertiggestellt? Wenn Sie das sagen? Ja, dann, Mission oder Zug? Ich denke mal Mission, ne? Also, ich glaube, ich bin fürs Abenteuer bereit. Wir können losfahren, Oscar. Ihre Fahrkarte, bitte. Meine Fahrkarte? Was meinen Sie damit? Kate Walker, die Bestimmungen sind eindeutig. Jeder Fahrgast benötigt eine Fahrkarte. Nun gut. Und wo kann ich mir diese Fahrkarte besorgen? Die einzige Person, die befugt ist, Fahrkarten auszustellen, ist der Schalterbeamte. Sie haben Glück. Sein Schalter dürfte um diese Uhrzeit geöffnet sein. Beeilen Sie sich. Okay, Oscar. Und jetzt passt mal auf. Tada! Wer hätte das jetzt nicht gedacht? Sie? Sie wünschen, bitte? Aber, Oscar, ich bin es doch. Kate Walker. In der Tat, ihr Name ist Kate Walker. Seht ihr, das meine ich. Irgendwie, Oscar ist zwar schon irgendwo ein bisschen nervig, aber andererseits ist er wieder total knuffig, ne? Ich meine, da kann ja nichts dafür, ist ja so programmiert worden. Okay, Mission. Sie wünschen Kate Walker? Eine Zugfahrkarte. Oder verkaufen Sie sonst noch was? Die einzige Funktion dieses Schalters ist die Ausgabe von Fahrkarten. Würden Sie bitte schnell machen, der Schalter schließt in genau 3 Minuten. Sie wünschen? Na, eben eine Fahrkarte. Nur eine? Ja. Eine Fahrkarte. Sehr gut. Und wohin bitte? Woher soll ich das denn wissen? Sie haben mir doch gesagt, ich sollte eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte also, um wegzufahren. Oh, jetzt habe ich gerade Schluck auf gehabt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Okay. Ja, ich bin ja auch geil, ne? Ich sitze hier und lese mir das durch. Also, Fahrkarte mit der mechanischen Eisenbahn. Abfahrt von Valady Lane. Oh, hier fehlt ein Apostroph. Diese Fahrkarte ist für eine Person gültig und muss jeder Person, die Befugnisse im Bereich der mechanischen Eisenbahn hat, vorgezeigt werden. Ja, das sind ja auch so viele. Genehmigung. Über die Gesamtheit oder einen Teil des beweglichen und unbeweglichen Vermögens einer Erbmasse zu verfügen. Erbschaft Vorarlberg. Beschreibung des Objekts. Eine Lokomotive mit mechanischem Antrieb, Waggon und sonstigen Elementen sowie dem Lokführer. Das vorliegende Dokument, das den Stempel der zum Stempeln befugten Instanzen aufweisen muss, ermöglicht den Träger dieses Dokuments frei über die oben genannten Objekte zu verfügen. Komm mal hier von unserem Alphonse. Hier, bitte. Verlieren Sie sie nicht. Dieser Schalter ist nicht befugt, Ersatzfahrkarten auszustellen. Dies gilt auch für das beiliegende Dokument. Um was handelt es sich? Die Abfahrerlaubnis für den Zug aus Valady Lane. Der Kontrolleur kann diese später verlangen. Aber Sie sind doch der...
Achtung! Der Schalter wird jetzt ordnungsgemäß schließen. Sie ist schon total verzweifelt, die gute Kate. Guckt mal, er konnte sich wegteleportieren. Meine Güte. Oh, wieder die Mutti? Kate, ich bin schon wieder. Oh, Dan, ich wollte dich gerade anrufen. Oh nein. Na klar. Bist du sauer? Ich habe gerade bei Marson und Lormond angerufen. Sie haben mir gesagt, dass du voraussichtlich noch nicht diese Woche wiederkommst. Nun ja. Und? Wann gedenkst du zurückzukommen? Das weiß ich nicht und das hängt auch nicht von mir ab. Die Situation ist ziemlich komplex, weißt du? Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ach ja, mal sehen. Denn hab doch ein bisschen Geduld. Hier geht es um mehr, als ich dachte. Und du weißt doch, wie viel mir an diesem Auftrag liegt. Ich denke mal, es ist dir egal, dass die Goldbergs vorhaben. Ja, das heißt nein. Denn es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke an dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich rufe wieder an. Versprochen. Ich muss jetzt auflegen, sonst verpasse ich meinen Zug. Einen Zug? Wo fährst du denn jetzt noch hin? Das ist doch verrückt, Kate. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau. Ich liebe dich, Dan. Kate. Wie mir dieser Dan auf den Senkel geht, das glaubt ihr mir nicht. Oh. Oh, Kate. Ich mag aber nicht, wenn du weg bist. Auch wenn es deine Arbeit ist. Aber... Ich bin es noch einmal. Guten Tag, Kate Walker. Ja. Wohin warst du aber echt ein bisschen freudiger drauf, ne, Kate? Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, oh. Kate Walker. Okay. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung langweilig wäre, aber ich muss jetzt gehen, Oscar. Auch ich habe jetzt viel zu tun, Kate Walker. Ja, du tust wirklich sehr viel. Genau, nehmen. Zugfahrkarte. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Und warum wollen Sie meine Fahrkarte nicht? Kate Walker, ich halte mich streng an die Vorschriften. Es sind noch nicht alle Bedingungen zur Abfahrt erfüllt. Ich muss die Abfahrerlaubnis genehmigen lassen. Was können Sie pingelig sein, mein lieber Oscar? Ja, ich wusste noch, dass wir die Erlaubnis abstempeln lassen müssen, aber ich wollte euch das hier nicht verwehren, das kleine Gespräch.